Künstliche Intelligenzen spielen heute nicht mehr nur Schach. Sie übersetzen Texte, sie analysieren Röntgenaufnahmen, manchmal telefonieren sie sogar mit dir und bald fahren sie vielleicht all unsere Autos. Zum Teil entscheiden auch schon KIs darüber, ob dir ein Kredit gewährt wird oder nicht. In der Filmwelt spielen künstliche Intelligenzen schon lange eine Rolle, vor und hinter der Kamera. Unternehmen wie die Schweizer Firma Lago zum Beispiel betreuen mit Hilfe von lernenden Maschinen Hollywood-Studios und geben ihnen Tipps für die Handlungen oder auch welche Rolle sie mit welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin besetzen sollen. Es sind zunehmend KIs, die uns vorschlagen, welche Filme und Serien wir schauen sollen. 2016 wurde dann sogar veröffentlicht, dass die YouTube-Suche um KI-Elemente ergänzt wurde. Künstliche Intelligenzen spielen in der Medienwelt eine wesentliche Rolle und um die spannendsten Filme zu dem Thema soll es heute gehen. Aber nicht nur das. Es geht auch darum, wie wir KIs in Filmen darstellen, welche dieser Filme man unbedingt gesehen haben sollte und wie sich KIs im Film über die Jahrzehnte weiterentwickelt haben. Damit ein herzliches Willkommen zu einem brandneuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Bitte bedenkt eines, heute geht es vor allem um künstliche Intelligenzen in Filmen. Ich bin weder Programmierer noch Experte, was KIs oder Machine Learning angeht. Deswegen habe ich meine Kolleginnen und IT-Expertinnen Sarina und Katrin vom Funkkanal So Many Tabs ins Boot geholt. Für viele beginnt die Geschichte der KI mit dem Mathematiker Alan Turing in den 50ern. Ein Teil seines Lebens wurde ja mit großer Aufmerksamkeit in The Imitation Game verfilmt. Dabei war die Entschlüsselung der deutschen Codierungsmaschine Enigma nur eine seiner vielen Leistungen, von denen wir heute noch profitieren. Er schuf als einer der ersten einen Schachcomputer und machte die Idee publik, wie Maschinen die Denkprozesse des Menschen übernehmen könnten. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Eigenständig handelnde und denkende Roboter gab es in der Fiktion aber schon lange vorher. Lange, lange vorher. Vielleicht war Talos ja einer der ersten Roboter überhaupt und der stammt aus der griechischen Mythologie. Das ist ein Riese aus Bronze, der Europa, eine der vielen, vielen Geliebten von Zeus, vor Piraten beschützte. Ein jahrtausendealter Roboter also? Vielleicht. Das Wort Roboter selbst stammt aber eigentlich aus den 1920ern, aus dem tschechischen Theaterstück Rossumovi Universalni Roboti. Darin gibt es Maschinen, die genauso sind wie wir Menschen und so aussehen, eigentlich aber keine Seele besitzen. Das Stück lehnte sich seinerzeit gegen die Abhängigkeit von neuen Technologien auf. Ein Thema, das genauso relevant ist damals wie heute. Die Roboter wurden in dem Stück erst glücklich, als sie menschlich wurden, als sie zur Liebe fanden. Das ist ein äußerst häufiges Motiv, denn auch in der Filmwelt zeichnet das wohl die allermeisten Filme über und mit künstlichen Intelligenzen aus, den sogenannten Anthropomorphismus, also künstliche Intelligenzen zu vermenschlichen und sie nicht so darzustellen, wie sie wirklich sind oder wären, sondern ihnen menschliche Gefühle, Motive und Gedanken zu geben. Ist das aber vielleicht doch die Realität? Könnten Maschinen menschlich werden? Könnten sie zum Beispiel kreativ werden? Was unterscheidet eine fortgeschrittene KI eigentlich von uns Menschen? Ob wir Computern Fähigkeiten und Eigenschaften beibringen können, die wir heute noch als menschlich bezeichnen, ist eine spannende Frage. Nehmen wir eine kreative Fähigkeit wie das Schreiben. Es gibt Programme, die Texte erstellen können, die nicht nur lesbar, sondern spannend, unterhaltsam und berührend sind. Solche Texte werden aber generiert auf Grundlage von anderen Texten. Und die Aufgabe könnte dann zum Beispiel heißen, schreib einen Text, der so auch in der Bibel stehen könnte. Auch wenn KI derzeit keine Emotionen entwickeln, wie es im Film oft dargestellt wird, eine Maschine kann einem Menschen das Gefühl geben, empathisch zu sein. Berührende Geschichten, die von KIs geschrieben werden. Das klingt nach absolutem Blödsinn, aber geht das vielleicht wirklich? Ja, tatsächlich. So geschehen 2016. Der Filmemacher Oscar Sharp tat sich mit dem Informatiker Ross Goodwin zusammen und die beiden schufen eine KI namens Jetson, die sich selbst aber später in Benjamin umbenannte. Ein bisschen gruselig, wie ich finde. Aber die beiden Menschen fütterten ihre Maschine mit hunderten Drehbüchern bekannter Science-Fiction-Filme. Und Benjamin spuckte dann das Drehbuch zu einem Film namens Sunspring aus, in dem es nicht nur um einen rätselhaften Mord geht, sondern auch ein Liebesdreieck. It's not a dream. But I've got a time to stay there. Well, I still think you could be back on the table. It's a damn thing scared to say. Nothing is going to be a thing. But I'm the one who got on this rock with a child. And then I left the other two.
Gut, zugegeben, viel Sinn ergibt der Film jetzt nicht. Das hielt Goodwin, Sharp und Benjamin aber nicht auf. Zuletzt hat Benjamin nicht nur einen Film namens Zone Out geschrieben, sondern darin auch Regie geführt und ihn mit Hilfe von bereits existenten Filmszenen einfach, ja, selbst geschaffen. Boy, this is going to be a nice mistake. Good thinking. Das war ein langer Weg bis hierhin, denn das erste Mal, dass man eine eigenständig denkende Maschine in einem erfolgreichen Film sah, war Fritz Langs Metropolis. Das ist ein Filmklassiker, der fast 100 Jahre alt ist, und lasst euch bitte nicht vom Alter abschrecken, denn wer sich wirklich für Science Fiction interessiert oder für Filme im Allgemeinen, der sollte sich unbedingt die Zeit für dieses Filmjubiläum nehmen. Hier geht es um eine schuftende Arbeiterklasse, die eine futuristische Stadt am Laufen hält, während die Elite an der Erdoberfläche in Luxus schwelgt. Der Alleinherrscher fürchtet einen Aufstand und beauftragt einen Wissenschaftler damit, eine mächtige Maschine zu bauen. Aber der vom Wissenschaftler gebaute Maschinenmensch soll den Wissenschaftler auf den Thron bringen, und so sorgt die Maschine in der gesamten Stadt für Angst und Schrecken. So ist das in der Filmwelt. Mal sind künstliche Intelligenzen das pure Böse, mal sind sie freundliche Crewmitglieder und mal sind sie kindlich und es geht um ihre Pinocchio-Geschichte. Das Thema erhitzte schon immer die Gemüter und fand seinen Weg in unzählige Science-Fiction-Geschichten. Oft geht es dabei um die Angst vor der sogenannten technologischen Singularität. Das ist der mögliche Zeitpunkt in der Zukunft, in der künstliche Intelligenzen uns Menschen übertreffen. Tja, bis in die 70er wurde zum Thema künstliche Intelligenz übrigens sehr viel geforscht, aber die Forschung brach erstmal ein. Genau in dieser Hochzeit erschien ein Film, der zur viel zitierten Kulturrevolution wurde: Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Eine Story, die der umstrittene Filmemacher zusammen mit dem Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke entwickelte. Kubricks Sci-Fi-Werk dreht sich um die Ursprünge der menschlichen Existenz, aber auch um unsere Zukunft, um außerirdisches Leben und darum, wie die nächste Stufe unserer Evolution aussehen könnte. Das Raumschiff Discovery One ist auf dem Weg zum Jupiter, scheinbar zu Forschungszwecken. Aber nur der fortschrittliche Bordcomputer HAL 9000 kennt das wahre Ziel der Mission: die Suche nach außerirdischem Leben. Quite honestly, I wouldn't worry myself about that. Als aber HAL beginnt, falsche Informationen auszuspucken und ein Eigenleben entwickelt, beschließt die Crew, ihn abzuschalten. Die KI schützt sich selbst und beschließt, die Crewmitglieder nacheinander zu töten. Für das Kinopublikum war HAL durch und durch angsteinflößend. Ein Wesen ohne Erbarmen, mit Sensoren in jedem Raum und übermenschlichen Fähigkeiten. Es ist der Kontrast, der ihn so faszinierend macht. Diese mächtige Entität, die nach deinem Leben trachtet, aber keinen Körper besitzt und mit sanfter Stimme spricht. Bei einem menschlichen Bösewicht hat man ja immer noch die Hoffnung, dass der Mensch einen Fehler machen könnte oder sich umentscheiden könnte. Aber HAL bleibt seiner Programmierung treu. Deswegen behaupten viele Experten und Expertinnen bis heute, dass nie ein Film künstliche Intelligenzen realitätsgetreuer dargestellt hat als 2001. 2001 legte den Grundstein und KIs wurden immer mächtiger und immer gefährlicher. Viele Menschen wissen ja, wie es ist, sich ausgebrannt und sich wertlos zu fühlen. Wir Menschen haben unsere Ups und unsere Downs, unsere täglichen Herausforderungen. Und vielleicht ist genau das, das, was KIs mit ihrer scheinbaren Perfektion und ihrer Unmenschlichkeit zum geborenen Bösewicht machen, beziehungsweise zum nicht geborenen Bösewicht. Geschichten, die von Menschen erzählen, die gegen Maschinen kämpfen, erinnern uns auch immer an unsere eigenen Schwächen, aber eben auch daran, dass wir diese Schwächen überwinden können. Es war Kubricks Kollege Arthur C. Clarke, der vielleicht als erster eine KI die Welt erobern ließ. In seiner Kurzgeschichte Dial F for Frankenstein geht es um Satelliten, die gemeinsam ein Netzwerk bilden und dann so funktionieren wie die Neuronen in unserem Gehirn. Sie werden also zur künstlichen Intelligenz, die sich gegen die Menschheit stellt. Tim Berners-Lee sagte einmal, dass diese Geschichte ihn maßgeblich für die Erfindung des gesamten Internets inspiriert hätte. We installed the internet on our computer just a short time ago, and I haven't been able to get the kids off it ever since. Not only do they play the typical computer games that all the kids enjoy, but their curiosity for learning has skyrocketed. Die Wissenschaft landete aber erst einmal in einer Sackgasse. Die Computer waren in den 70ern einfach noch nicht weit genug für KIs und sie waren zu teuer. So wurden die Fördergelder für die KI-Forschung eingestellt. Auch die Filmwelt griff das Thema auf völlig neue Weisen auf. Als in den 80ern die KI-Forschung wieder in Gang getreten wurde, wurden auch die Geschichten vielfältiger und philosophischer. Wenn eine Maschine denken kann, wenn sie fühlen kann wie ein Mensch,
Wo ist dann überhaupt noch der Unterschied zum Menschen? Das ist eine der wesentlichen Fragen, die Blade Runner stellt, indem man sogar nur mit einer komplizierten Maschinerie, dem Void-Kampftest, herausfinden kann, ob man es gerade mit einer Maschine oder einem Menschen zu tun hat. Es ist also nicht immer gleich die Apokalypse, die droht, wenn sich Maschinen weiterentwickeln. Und so wird auch beispielsweise in Dune erwähnt, dass die Menschen einen Aufstand gegen die Maschinen bereits niedergeschlagen haben. Genau darum geht es auch in der Terminator-Reihe. Hier ist die Maschineninstanz Skynet auf dem besten Wege, die Menschheit zu unterjochen, und entsendet einen Killerroboter in die Vergangenheit, um die Geburt des menschlichen Rebellenanführers zu verhindern. In Matrix ist dieser Kampf gegen die Maschinen bereits verloren und die Menschheit wird in einer Simulation festgehalten. Wie es überhaupt dazu kommt, erfährt man in der dazugehörigen Serie Animatrix. Dort sieht man auch die Operation Dark Storm und wie die Menschen das Sonnenlicht blockieren, um den Maschinen die Energie zu nehmen. Filme wie Matrix und Terminator repräsentieren die dunkle Seite der Science Fiction und die Angst vor künstlichen Intelligenzen und die Furcht davor, unsere Vormachtstellung auf dem Planeten zu verlieren. Demgegenüber standen aber schon immer zugleich auch lustige Droiden wie R2-D2 und C-3PO oder auch der Militärroboter Nummer 5, der vom Blitz getroffen wird und ein verrücktes Eigenleben entwickelt. Frankie, du hast gegen die Regeln verstoßen. Du hast deine Freunde verraten. Wie künstliche Intelligenzen in Filmen dargestellt werden und welchen Zweck sie erfüllen, ob sie gut sind, ob sie böse, ob sie erwachsen wirken oder kindlich, ist ganz unterschiedlich. Die Filme sind vielschichtig. In dem Drama Her zum Beispiel geht es um die Betriebssoftware eines Smartphones, in die sich ein Mann inmitten einer Sinnkrise verliebt. Aber die KI offenbart ihm, dass sie noch viele, viele andere Nutzer genauso liebt wie ihn. Für ihn ist das ein wahrer Schock. Und für uns ist die ganze Geschichte faszinierend, weil Filme über KIs immer dann provozieren und elektrisieren, wenn Maschinen menschliche Domänen betreten. Wenn wir unser Menschlichstes auflösen, um KIs hineinzulassen. In I Am Mother zum Beispiel geht es um ein junges Kind, das von einer KI erzogen wird. Ein Thema, das auch die Science-Fiction-Serie Raised by Wolves behandelt. Denn hier geht es um Androiden, die auf einem mysteriösen Planeten Menschen großziehen. Die Grenze zwischen Mensch und Maschine sind hier schon lange verwischt. Schon in den 50ern schlug Alan Turing in einer wissenschaftlichen Arbeit einen Test vor, das sogenannte Imitation Game, das über die Jahre, auch nach seinem Tod, noch weitergedacht wurde und heute als der Turing-Test bekannt ist. Auf der einen Seite einer Wand stehen ein Mensch und eine Maschine, die per Computer-Chat mit einer Testperson kommunizieren. Die Testperson darf Fragen stellen und muss anschließend beurteilen, bei welcher der Personen es sich um eine KI handelt und bei welcher um einen Menschen. Und genau darum geht es auch in Alex Garlands bedrückendem Science-Fiction-Kammerspiel Ex Machina. Genau wie im Film Chappie ist es zwar ein bisschen schwer zu glauben, dass wirklich ein einziger Programmierer in seinem Kämmerchen sitzt und mehrere hochmoderne KIs samt Körpern entwickelt, aber wenn man das ausblendet, dann präsentiert sich ein brisanter Film. Wir lernen hier nämlich die KI Ava kennen. Sie versucht nicht nur den Protagonisten, sondern auch uns Zuschauer davon zu überzeugen, dass sie ein denkendes und fühlendes Lebewesen ist und eine Würde besitzt. Mir kommt da der erste Artikel des deutschen Grundgesetzes in den Sinn. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass ausnahmslos jeder Mensch einen Wert besitzt, der a priori ist, das heißt, ihm von Natur aus innewohnt. Ex Machina, AI und Blade Runner sind Filme, die diesen Leitsatz angreifen und die Frage stellen, ist das nicht zu kurz gedacht? Was ist mit fühlenden Maschinen? Was ist mit Maschinen, die ein Bewusstsein entwickeln? Das Videospiel Detroit Become Human treibt es auf die Spitze, denn hier haben die KIs die Turing-Tests bereits bestanden und man spielt Androiden, die für ihre Rechte kämpfen. All diese Spiele, Filme und Geschichten sind, wie gesagt, vielfältig und manchmal sind sie einfach nur unterhaltsam und unendlich stylisch, wie zum Beispiel Upgrade, wo eine KI in einem Chip einen Querschnittsgelähmten zur Kampfmaschine macht. Manchmal überraschen uns die Geschichten aber auch, wie Transcendence mit Johnny Depp. Gut, der Film hat unzählige Schwächen, aber er bricht auch eine Lanze für künstliche Intelligenzen und zeigt uns, wie wir mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz uns als Menschen auch weiterentwickeln könnten. Und der Film präsentiert moralische Grauzonen. Fesselnde Science Fiction dreht sich immer um uns Menschen, wohin unsere Reise geht. Es geht um Ideen. Daher bietet die Science Fiction unzählige verschiedene Filme zum Thema künstlicher Intelligenz. Aber was lernen wir daraus? Müssen wir uns wirklich vor der technischen Singularität fürchten? Und sind künstliche Intelligenzen vielleicht schon jetzt in der Lage, sich gegen uns zu wenden?
KI, also künstliche Intelligenz, kann heute schon verdammt gut sein. Es gibt Gebiete, in denen Computer Menschen weit überlegen sind. Nehmen wir Spiele, ob Schach, Go oder Dota 2, eine KI konnte die Besten der Welt besiegen. Und sie kann Leben retten. Eine KI kann Hautkrebs anhand von Bildern besser erkennen als ausgebildetes Fachpersonal. Aber so eine KI ist nur in einer Aufgabe besonders gut. Verschiedene Aufgaben zu lösen, so wie wir Menschen, das kann sie nicht. Deshalb sprechen wir von schwacher KI. Das Gegenstück dazu ist, überraschenderweise, die starke KI. Sie ist dem Menschen ähnlich, kann planen und abstrakte Konzepte verstehen. HAL, Skynet, AVA, das sind alles Filmbeispiele für starke KI. In Wirklichkeit gibt's das noch nicht. Ein Buchautor hat vor 3 Jahren 23 angesehene KI-Fachleute gefragt, wann es denn soweit sein könnte. Und die Antworten waren alles andere als eindeutig. Von 2029 über 2099 bis nie. Replikanten sind die Zukunft, aber ich kann nur eine beschränkte Anzahl machen. Ich habe das Schloss und er hat den Schlüssel. Was ist euer Lieblingsfilm zum Thema KI? Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare und abonniert Cinema Strikes Back, wenn ihr auf Filme, Serien und Comics steht und einfach, wenn ihr coole Leute seid da draußen. Ich habe ebenso beim Video von unseren Funkkollegen und Kolleginnen von So Many Tabs mitgemacht. Checkt auch deren Video unbedingt mal aus oder meinen äußerst ausführlichen Essay zu einem meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, zu Blade Runner 2049. Checkt beides aus und bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.